Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir haben nicht ganz rausgefunden, wie das mit dem Shop funktioniert. Weil die mischt einfach wie wild alles durcheinander hier. Oh, hallo. Hey Daniel. Ja? Also du hast sehr schönes volles Haar, muss ich schon sagen. Eine wunderschöne Kühe. Ein Kindheitstrauma beseitigt? Ja, ich hab dem, nochmal unsere tolle Geschichte erzählt. Ja. Die von entwendeten Computerkabeln erzählt. Alter, ich hätte dich bei meinen alten verpetzt. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, hab ich dich verpetzt? Ich weiß nur, dass ich sehr, sehr erbost war in der Nacht. Eine kurze Erklärung. Die Anja hatte The Ring geguckt. War sie noch jung. Hat dann lange, lange Albträume gehabt. Und in der ersten Nacht, wo sie sich wieder getraut hat, ohne Licht zu schlafen, hat der Daniel sich in ihr Zimmer geschlichen und während sie geschlafen hat, die PC-Kabel abgebaut, weil er das zur Strafe wurde ihm die Kabel weggenommen. Damit er nicht am PC gehen kann und so. Dann wird sie halt wach, während er da im Dunkeln, ne? Und sie Albträume. Ja, das war echt mies. Ich hätte ihn so verpetzt. Leck mir am Arsch, ey. Ich war sowieso, meine Schwester und ich waren sowieso bei jeder Gelegenheit in die Pfanne gehauen früher, das war einfach so. Das Knöchchen. Schön. Oh, schön. Gib mir ein Zeichen, bist du da? Oh, bist du hier unten? Ich glaube, der Geist ist im Keller. Ich habe hier Atem gehabt. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Ja, hier schmeißt er irgendwas so. Ja, Hammer. Ist es der Hammer? Ja. EMF3, aber nur. Das ist der Schuss. 3,6 Grad. Hast du schon nie gesehen? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Bist du da? Bist du in der Nähe? Wie alt bist du? Raymond Mills, bist du da? Vier Grad. Drei Grad, okay. Gib mir ein Zeichen. Zwei Grad. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Na, wir gucken mal. Und schon irgendwas entdeckt? Ne. Zwei Grad bisher. Den Breaker gar nicht angemacht. Bin jetzt schön rausgelaufen und Breaker und so. Bin ich der Größte. Summer. Der Breaker ist unten, ne? Ja, hab ich schon noch vorbeigelatscht. Wie gut gemacht. Ein EMF da drauflegen für Dings, ne? Ah, ein besseres Hörgerät haben wir jetzt da unten. Jetzt haben wir auch wieder zum Teil Smudges dabei. Die besseren. Die besseren Smudges sind super, weil die machen nämlich den Geist auch langsamer, wenn wir ihn damit smudgen. Muss ich noch mal. So. Das war kein Bandverhand oder nicht? Nee, hier war keine Hand. Wir haben Gefriertemperaturen. Das manuelle zeigt minus 3 Grad an. Ah, das elektronische jetzt auch, okay.
So, hier, schreib ins Buch. Hellas. Okay, kein Gespenst. Ja, und keine Fingerabdrücke. Keine Fingerabdrücke. Ja, weil UV ist mittlerweile immer das gleiche. Wir haben kein Ultraviolett, Liebling. Und da kommt auch an die 50. Okay. Was haben wir denn noch hier? Geisterbuch, schreib ins Buch. Oh, EMF, was sagt das EMF? EMF 5. Wir haben EMF 5. Ich habe ihn gesehen. Ich brauche mal einen Smudge. Ja, der stand einfach im Rotlicht nackig vor mir. Was soll ich denn davon halten? Der kam auch nackig auf mich zugelatscht. Wollte die Aftenruhe hält. Also ich mag's, wenn gewisse Personen im Rotlicht nackig vor mir stehen. Später, Daniel, später. Ich hab so Oni-Vibes. Oni? Der Igel, natürlich meine ich nicht. Ja, kann natürlich sein. Hey, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Steht hier unten eigentlich irgendwo eine Kamera oder so, dass man nach Orbs gucken kann? Hä? Ja, hier hinten. Oh. Dots. Da war Dots. Ich hab Dots gesehen. Oh, da hat er die Tür angetatscht, ne? Kann das sein? Train auf uns zu! Was zum Geier! Was zum Geier! Ich hatte meine Taschenlampe definitiv aus. Ich hatte meine Taschenlampe definitiv aus, ich hatte keine Elektronik gehabt. Ja? War deine Kamera an? Fuck. Ja, wann ist denn die anders? Wann ist denn die aus? Ich weiß es nicht. Oh, supi. Hm? Die Kamera auf meinem Kopf, die war vermutlich an. Aber die ist ja immer an, oder nicht? Ja, früher konnte man sie auch nicht ausmachen, deshalb. Nein, eigentlich ist die. Nee. Aber es war Wohnzimmerlicht, denn irgendein Licht war an auf jeden Fall. Kurz ja, aber es geht ja darum, ob eins unserer Geräte an war. Eigentlich nicht. Hm, keine Ahnung. Egal, wir gehen. Okay, wir gehen. Wir wissen ja, was es ist. Also mit dem her. Statt mal eben die letzten Sachen zu machen, ist ja viel. Mensch. Dinge. Also der einzige Vorteil ist, dass wenn wir so zusammenspielen, ich weniger Items verliere, weil ihr einen Teil sponsert. Aber das war echt merkwürdig gerade. Weil ich habe meine Taschenlampe definitiv ausgehabt.
Ich hab den gesmatscht und er ist einfach voll straight zu uns gelaufen, als hätten wir einfach so da gesessen, Taschenlampe an, weißt du? Das war seltsam. Ja, schon so ein bisschen. Los, sag die los. Oh, oder crap. Was wolltest du denn haben? Entschuldige. Sunny Meadows. Ach, Sunny Meadows? Klar, Süßer, hier, bitteschön. Das Spiel lädt. Es ist hundertmal gruseliger. Ja, das ist aber. Kennt sie noch das Wenn Asylum, oder was? Sie kennt noch das Asylum, ja. Ich kenn das Alter. Das Asylum war super. Ich spiele sehr selten. Wir haben Sunny Meadows keine gute Kopflicht. Nee, wir haben keine Lichter dabei, weil die immer eure Lampen, eure Dinger einpacken, eure Kameras, anstatt meine Lampe. Ich verstehe dich, warum. Ah, das Ding. Das hab ich in Videos gesehen. So, hey Daniel, hörst du den Hall? Ja, der Hall alleine in der Stimme ist schon super. Ich liebe das, ich liebe das. Das ist die beste Map tatsächlich. Oh, wir haben Hiding-Spot hier, perfekt. Oh, der Keller ist da. Da kommen wir dann vielleicht zum Schlachter runter. Das hab ich schon. Wen haben wir denn hier? Oh, die Tarotkarten. Oh, wir können Kartenroulette spielen. Hör mal, weißt du, was übrigens geil ist? Wenn du mit dem Parabolmikrofon rumläufst, ne? Die Ambient-Sounds hörst du dann auch darüber. Oh lol. Das ist richtig geil. Ambient-Sounds haben jetzt einen Ursprung. Ist halt einfach so geil, du hast auch zwischendrin hörst du irgendwas kleppern oder jemand schreit im Hintergrund. Oder, ja, das kannst. Das beim Parabolmikrofon ist mega geil. Hier ist nix. Wie sieht's aus? Gib mir ein Zeichen, bist du da? Hier ist auch ein Hiding-Spot, Leute. Mal kurz gucken, ob wir Knöchchen wo wir rumliegen haben. Hab ihn. Der ist unten Gang hier rechts, Keller, da gedöst. Ja, ich hab hier. Erstmal kurz jetzt. Ja, das stimmt. Ich hab hier gefriert. Oh, der Knochen ist auch direkt hier. Das stimmt. Gut. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Ja, aber der funktioniert nicht immer. Denk dran, da bin ich letztes Mal auch drin gestorben. Ja, Details. Ja, Daniel stirbt es. Daniel stirbt es okay, wenn ich sterbe, ist gemein. Er hat es auch gerade verdient. Ich hab gar nichts. Hallo? Doch, gerade schon. Geisterfoto. Oh, nur zweier Geisterfoto, schade. Ich hab ein Geisterfoto, leider nur ein Zweier. Guck mal, hier liegen auch schön die Fingernägel rum. Oder Zähne? Oh, schön. Das sind Zähne. Das sind Zähne. Zähne sind auch schön, ja. Herrlich. Ich liebe diese Ambient-Sounds hier, die sind genial, die sind wirklich gut.
Das hier ist doch mit der einzige Ort, von dem man glaubt, der sei wirklich verflucht. Gut. Leute, wir können ja gleich mal Folgendes versuchen in der nächsten Runde, dass ihr mal manuell eure Items entfernt und ich meine hinzufüge nochmal. Die Sackratte huntet. Ich höre aber nichts, also es wird kein Deogen sein. Oh, ein Phantom kann es auch nicht mehr sein. Also nicht anfangs überhaupt. Wieso mir das dann gekriegt habe, ich bin. Das andere ist wirklich so. Oh ja, ich hab Bock. Hör die Musik raus. Wie da geht, aber wie man das mit der Verstärkung hat. Hi. Ich hab Angst, geh du vor. Okay, ich hab einen Smudge. Cool. Das Ding ist, wenn der anfängt zu handeln, sind wir eh tot. Hast du einen Kruzifix oder sowas dabei? Labergerät. Box. Geisterbox, ist klar. Die einzige Chance ist, wenn er huntet, hinten durchzulaufen. Ne? Temperatur. Gefriertemperaturen. Cool. Wo ist das EMF da? Das ist nur ein EMF 3, halb so wild. Das EMF 5? Nein. Das ist 2 gewesen. War ein Event, kein Hand. Kruzifix zerstört. Gott sei Dank habe ich noch eins dabei. Ja, perfekt. Danke. Gib mir ein Zeichen. Weg hier. Smudge!
Gut, das war's. Komm schnell raus. Ich hab das Gefühl, dass wir schon wieder zählen. Das kann sein. Wir müssen erstmal raus, wir hatten gerade eine Hand. Alter, ey. Okay, okay. So. Wir haben ja bisher nur Gefriertemperaturen, ne? Genau, bisher nur Gefriertemperaturen. Wir sollten mal unbedingt mal eine UV-Lampe mit runternehmen. Ich will mal noch einen Smudge mit. Eine UV-Lampe und Salz wäre super. Ja, ich glaube, eine Kleinigkeit trinken könnte ich auch mal, ist eine gute Idee. Ich hab mal noch einen Smudge dabei. Ja, okay. Hast du eine V-Lampe dabei? Jetzt ja. Okay, sehr gut. Let's go. Mal gucken, ob er irgendwie die Tür antatscht oder sonst irgendwas, was wir auch in Fingerabdrücke oder keine Fingerabdrücke. Geil! War das Kruzifix von dir gerade auch schon zerstört? Ich weiß gar nicht. Nee, noch nicht, ne? Oh, jetzt wollte handen. Jetzt wollte handen gerade. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, nach hinten zu kommen. Weil dann geht nämlich auch das Licht aus. An die Tür, die war angetatscht. Ja, Fingerabdrücke. Wir haben Fingerabdrücke. Gefriertemperaturen haben wir auch. UV. Und EMF5. Wir haben Gin. So, warten wir eine Hand ab. Ja, ja, auf jeden Fall. Ihr habt doch die Karten. Hast du einen Smudge-Stick? Hab ich, ja. Gut. Da kommt auch noch. Alles gut? Ja, gut. Und raus. Gut, weg. Der war direkt vor uns. Ja. Ich mag euch nicht. Ja, ich habe auch außerdem die Taschenlampe angemacht. Ich habe eigentlich geguckt, ob ich noch einen zweiten Smudge zünden kann, aber naja. Es gibt ja eh erstmal eine Weile Ruhe. Dadurch ist ja gesmudged, wurde aber ein paar Sekunden Zeit. So. Ach, ein Foto brauchen wir noch. Aber den Knochen haben wir auch noch nicht. Den können wir in den Knochen holen gehen. Kein Problem. Ja, klar haben wir den Knochen. Echt? Der lag doch direkt an der Tür am vom Geisterraum. Oh, stimmt, du hast recht. Nein, ich muss noch ein Foto machen. Egal. Schaffe ich. Ach nee, perfektes Spiel kriegen wir sowieso nicht mehr. Hat sie erledigt, weil das Geisterfoto ist nur 2 Sterne. Dann ist es egal. Yay! Ich hab grad eine Sprachnachricht von meinem Baba gehört.
aber Gin, ja. Hab ich eingetragen? Ja, hast du. Ja. So, wie sieht's aus? Wollt ihr noch Tourette spielen, genau. Roulette spielen oder Nicht hier, sagt sie. Okay, aber wir haben's. Es war kein perfektes Spiel, aber trotzdem gute Runde. Ich meine, wir haben alle überlebt. Das ist immer eine gute Runde. So, jetzt noch was Entspanntes. Yes, Moment. Liebling, hast du gerade die Aufnahme auf Stopp? Moment, mach ich jetzt. Weil ich gerade Level-Ups kriege. Moment. Ach so.